Grüß dich, Ricarda. Geht's dir gut, inshallah? Ja, mir geht's gut, danke. Mein Name ist Abul Bara und ich habe die wunderbare Aufgabe, heute mit dir die Konvertierung durchzuführen. Du bist im Bilde, inshallah? Du weißt darüber Bescheid, Ricarda? Ja, natürlich. Alhamdulillah, alhamdulillah. Du hast uns ja angeschrieben gehabt über Instagram und es wurde mir dann weitergeleitet. Verzeih uns erstmal, dass wir so spät geantwortet haben, weil wir haben so viele Nachrichten und schaffen es nicht, immer zeitgleich alles zu bearbeiten. Daher hoffe ich, dass du nicht böse auf uns bist. Und inshallah ta'ala haben wir dich aber trotzdem nicht vergessen. Und heute ist dein großer Tag, inshallah ta'ala, Ricarda. Wir wollen dich nur um eins bitten, dass du uns vielleicht ein paar wenige Worte sagst. Was hat dich zum Islam geleitet? Also es war so, dass ich seit letztem Jahr habe ich einen Jungen kennengelernt. Der ist jetzt ein sehr guter Freund von mir. Und er hat mir sehr vieles gezeigt über den Islam. Ich habe mich schon vorher interessiert, aber noch nicht so viel. Und es ist dazu gekommen, dass ich etwas Probleme mit meiner Familie hatte. Besonders mit meiner Mutter. Und wegen dem Islam? Genau, wegen dem Islam. Und mittlerweile lebe ich auch leider nicht mehr zu Hause. Aber ich bin sehr froh über die neue Familie, die ich habe. Ich liebe sie alle über alles. Und ja. Alhamdulillah, alhamdulillah. Das war natürlich kein leichter Schritt und Ricarda, das ist eine Sache, die dir mit Sicherheit nicht leicht gefallen ist, aus deinem Elternhaus rauszugehen, in dem Haus, wo du aufgewachsen bist und in dem Haus, was dir vertraut war. Aber letztendlich, so wie es aussieht, hast du dich für Allah entschieden. Ja. Was hat dir die Kraft gegeben, so einen Weg einzuschlagen, der nicht leicht war, Ricarda? Eigentlich der Glaube, sehr viel der Glaube und die Menschen, die ich hatte in meiner Zeit. MashaAllah, tabarak ar-Rahman, alhamdulillah. Wenn ich dich jetzt im Nachhinein frage, bereust du das, dass du so einen Schritt gemacht hast? Nein, auf keinen Fall. Alhamdulillah, das heißt, du würdest jedes Mal diesen Schritt wieder machen? Ja. Und das beweist deine Liebe zur Religion. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wir wollen dann inshallah das Glaubensbekenntnis mit dir sprechen, Ricarda. Bist du bereit, inshallah? Ja, ich bin bereit, inshallah. Ashhadu? Ashhadu? An? An? La? La ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Ich bezeuge dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sein Gesandter ist. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wir freuen uns so riesig für dich. Das glaubst du gar nicht, Ricarda. Auch wenn wir dich nicht kennen, so verbindet uns die Religion des Islam. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Das ist wirklich ein leuchtendes Beispiel. Allah subhanahu wa ta'ala schickt Leute, die er zu diesem Licht führt, damit sie ein Beispiel für andere Leute sein werden, bi'idhnillah ta'ala. Und das, was du gemacht hast, Ricarda, du wirst niemals, niemals sehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir dafür nicht dankt. Im Gegenteil, er wird dir dafür danken und er gibt dir Glückseligkeit. Und du hast mit Sicherheit schon etwas von dieser Glückseligkeit erlebt. Ansonsten würdest du diesen Weg niemals beschreiten, richtig? Richtig. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Deswegen halte immer fest am Seil Allahs und denke nie, dass du im Leben Allah nicht brauchst. Du wirst ihn immer brauchen. Ob es dir gut geht oder schlecht geht, Allah muss immer an deiner Seite sein. Und wenn du ihn im Guten nicht vergisst, so wird er dich im Schlechten auch nicht vergessen, Ricarda. Inshallah. Alhamdulillah, das freut uns sehr. Wir werden uns nochmal bei dir, inshallah ta'ala, melden diese Tage und werden dir ein paar Geschenke zukommen lassen, inshallah ta'ala, Ricarda. Denke bitte nur daran, dass du heute versuchst, die Gesamtwaschung zu machen, so dass Allah dich von allen Sünden reinigt. Ja. Inshallah. Hat mich sehr gefreut, Ricarda. Und assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam. Seht ihr, liebe Geschwister, subhanallah, sie hat ihr Zuhause verlassen. Für was? Für Islam. Wer hat uns aus unserem Haus herausgeworfen? Keiner. Hat sie den Glauben verlassen? Hat sie nicht. Sondern im Gegenteil, sie ist zufrieden mit der Situation, auch wenn sie schwer ist. Alhamdulillah. Und diese Frau ist auch nur eine Frau. Sie liebt ihre Eltern. Es sind ihre Eltern. Aber trotzdem, Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
liebt sie Allah mehr als ihre Eltern. كل السرائر بادية.